Zombie Apocalypse. Moin moin Leute und herzlich willkommen bei dem nächsten Stream oder bei dem nächsten Video zu Resident Evil 7. Das müsste jetzt der sechste Teil sein. Und das ist der sechste Teil, die Erkenntnis, könnte ich mal sagen. Ja, warum erzähle ich gleich, wenn es startet. Also wir sind jetzt schon draußen, haben also die drei Hundeköpfe gefunden und die Erkenntnis ist in dem Sinne gemeint, weil ich mich tot gesucht habe, für die, die es gesehen haben, wissen das, um diese scheiß Hundeköpfe zu finden. Und im Endeffekt hätte ich nur diese Skorpionentür, also hier an so einer Tür sind dann so Skorpione drauf, die hätte ich eigentlich nur öffnen müssen. Okay, ich unterbreche das mal kurz. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst du es nicht verfehlen? Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. So, wir wollen mal schnell was zu trinken. Und dann suchen wir es weiter. So. Das alte Haus am Wasser. Wobei, bevor ich das mache, gehe ich nochmal schnell zurück. Einmal noch in den Keller. Ich meine, ich habe da was vergessen. Okay. Also das ist hier eine Skorpiontür. Da gibt es auch noch eine im oberen Teil und den Schlüssel davon findet man gleich am Anfang, also relativ weit am Anfang. Und den trägt man dann so mit sich rum und ich habe es nicht begriffen, was ich mit dem Schlüssel machen soll. Aber mittlerweile haben wir es ja. Und da liegt oben in dem Zimmer, wo der Fernseher steht, liegt auch der Zettel, wo die ganzen Hundeköpfe versteckt sind. Und ja, danach ist es einfach. Ich habe sie leider so gesucht und habe 1,5 Stunden gebraucht, aber es geht auch einfacher. In dem Zimmer liegt dann auch die kaputte Schrotflinte, die man unten austauschen muss. Okay. Der Bulle ist weg. Ach, Scheiße. Das war nur Schießpulver. Das hier ist die Schlangentür. Dafür braucht man den Schlangenschlüssel. Wo der liegt, weiß ich allerdings noch nicht. Okay, dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Gucken wir mal, wo der Bulle hin ist. Yeah.
Alte Scheiße. Es ist so gruselig. Das war's auch nicht. Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Also das mit dem Ruckeln ist ja echt ein bisschen nervig. Das Haus am See. Inventar gucken. Einen Platz noch. Da war übrigens der Skorpionschlüssel, der hier. Für die Skorpiontüren. Okay, gucken wir uns das mal an. Das ist einfach eine eklige Matte. Ich weiß gar nicht, ob die Viecher gefährlich sind oder nicht. Bei Muni hat man nämlich nicht so viel. Hier, was ist das denn? Ah, naja, das gleich ist passiert. Fuck. Alter. Das ist so, so erschreckend hier, ey. Okay, da gehe ich nicht lang. Da ist noch so eine Pestbeule. Was? Wo stand das? Achso, sie ist oben, geh nicht hoch. Machen wir mal. Ach Scheiße, warum greifen die denn an? Fuck. Nein, die sterben, die sterben, die sterben.
Alter, das ist ätzend, ey. Okay, dafür brauchen wir das nächste Teil. Eine Spinne. Wenig. Ja, so. Ah, okay. Kombinieren. Brennstoffbrenner. Alter, ist das geil, ein Rucksack. Das ist ja richtig gut. Dass man im Inventar eine E-Mail von mir hat. Gucken wir mal, was wir alles hier verwenden können.
kann diesen Brenner nicht benutzen. Kraftstoff, Brennergriff. Verstehe ich nicht. Was ist das so eine Dose? Er zeigt doch nichts an. Okay, da fehlt also noch ein Teil. Okay, jetzt hoffen wir, dass wir keine böse Überraschung kriegen hier. Ne, kriegen wir nicht. Noch nicht. Weil ich brauche ja eigentlich den Brenner. Muss funktionieren. Ohne den Brenner holen die Viecher mich. Ja, und dann hat das keinen Sinn. Boah, scheiße. Nein, nein, nicht die Flintmuni. Wo die machen eigentlich gar nichts. Also mit dem Brenner könnte ich definitiv da hinten aufräumen. Diese verkackten Spinnen wegmachen. Da liegen ein paar Sachen drin. Ja, ist so, ey, als ob das da. Kann man ja nicht aufschießen mit der Flinte. Scheiße, wie komme ich da lang? Boah, ich habe den Brenner schon mal gesehen. Das war in den einen Raum da. Wo der Hörstring ist. Ja, keine Ahnung. Wo das Vieh drin stand. Ganz kleine Pause mal kurz. So, warte, jetzt kurz noch.
Also die Insekten soll man immer mit dem Messer töten, lese ich hier gerade. Festbrennstoff, okay. Ja, keine Ahnung. Ach, jetzt bin ich ja wieder draußen. Ja, hier müssen noch mehr Teile liegen. Oder noch mehr miese Überraschungen. Alter, durch die Dings durch. Scheiße, ey. Festbrennstoff. Brennerkraftstoff, Festbrennstoff. Ach so. Hier nicht. Tja. Nehme ich die Starke mit oder nicht? Teilen wir das einfach. So. Wasser will ich, glaube ich, lieber nicht rein. Übrigens gehen die Folgen hier jetzt doch nur 30 Minuten, weil eine Stunde ist einfach zu lang. Also nicht vom Zocken zu lang, sondern fürs Zuschauen zu lang. 30 Minuten sind da viel besser getimed. Und so versuche ich das auch einzuhalten. Auch wenn es echt spannend ist, aber. Was ist denn jetzt los? So, ich renne einfach hier durch und weiter und weiter und weiter und weiter. Ach, scheiß die Wand an, ey. Ich komme da nicht rüber. Also 30 Minuten, das heißt 5 Minuten noch und tja. Links hinter der Spüle. Nach draußen, links, Fenster rück. Ist hier eine Spüle gewesen? Was ist denn das? Okay. Eine Spüle? Wo war denn hier eine Spüle? Kann ich mich jetzt... Doch. Die Spüle war in dem Raum mit den Spinnen drinne. Scheiße, jetzt muss ich ja nochmal durch.
mal rein. So. Ach, da. Hört sich ja schon eklig an hier. Okay, der Dietrich ist immer gut. Ich bin froh, dass ich eine Flinte habe. Aber diese scheiß Viecher, ne? Die greifen aber auch nicht an. Ach. Ein Wasserspeicher? Ja. Ich bin trotzdem die Flinte wieder. Weiß, was erwartet. Oh, schon wieder so ein Scheißvieh. Ich weiß nicht, ob die angreifen oder nicht. Oder die machen einfach nur die Muni alle. Mal an. Eine Brennerdüse. Boah, ich dachte, da bewegt sich schon wieder was, ne? Okay. Jetzt ins Inventar. Kann ich jetzt. Wo ist er denn? Dietrich? Brennerdüse? Da, Brenner. Brennerdüse kombinieren. Mit der Düse. Okay. Ist das jetzt? Tja, ist das jetzt die Munition oder was? Das kann man nicht kombinieren. Gucken wir mal. Das ist schon mal sehr angenehm. Lassen wir den jetzt an. Ich würde sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann mache ich hier erstmal Schluss, denn demnächst kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.